So. Ja, schön, dass ihr alle hier seid. Mein Name ist Claudia Haas. Ich arbeite hier am HEG zum Thema zivilgesellschaftliches Engagement und davon werde ich euch jetzt auch in den nächsten paar Minuten erzählen. Mein Bezug zu zivilgesellschaftlichem Engagement hat schon früh angefangen. Ich habe schon in meiner Heimatstadt, ich komme aus der Region Hannover, als Jugendliche viele Engagements in Vereinen gehabt, war bei den Pfadfindern, bei der Feuerwehr und beim Sportverein. Und im Studium habe ich dann später Hausaufgabenhilfe für junge geflüchtete Jungs und Mädchen gegeben. Und jetzt bin ich nach Berlin gezogen und habe kein solch klassisches Ehrenamt mehr. Aber ich habe vor 3 Wochen bei einer Online-Petition unterzeichnet, die sich für die niedrige Mehrwertsteuer von Periodenartikeln eingesetzt hat. Genau, und diese Beispiele von Engagement, die ich gerade genannt habe, sind wirklich nur ein kleiner Auszug von dem, was möglich ist. Es ist heutzutage noch viel, viel mehr möglich. Man hat viel mehr Optionen, sich in die Gesellschaft einzubringen, gemeinwohlorientiert und etwas Sinnvolles zu tun und auch etwas, was nicht primär auf den eigenen Vorteil aus ist. Mehr Optionen, sich zu engagieren, gibt es unter anderem auch durch die digitale Entwicklung. Durch die Entwicklung digitaler Techniken haben wir noch mehr Möglichkeiten, uns zu engagieren. Und wir im Team haben dabei zwei Arten herausgefunden, wie die Digitalisierung Engagement ganz besonders beeinflusst. Der erste Punkt ist, dass durch digitale Techniken und Tools klassisches Engagement unterstützt und koordiniert werden kann. Also zum Beispiel bei dem Beispiel der Hausaufgabenhilfe. Ich habe mein Engagement, meine Hausaufgabenhilfe immer mit WhatsApp gemanagt und mit den Sozialarbeiterinnen geschrieben und habe die Termine in den Kalendertool eingetragen. Und so konnte ich quasi mein klassisches Engagement noch effizienter gestalten. Die zweite Art, wie Digitalisierung Engagement beeinflusst, ist, dass ganz neue Formen entwickelt werden, die wirklich nur online, nur digital stattfinden. Das ist sowas wie E-Petitionen oder auch Hashtag-Debatten oder Citizen Science. Und auf diese Beispiele möchte ich jetzt gleich in den nächsten paar Minuten noch ein bisschen genauer eingehen und euch das erklären. Citizen Science ist eine Art und Weise, wissenschaftliche Forschung für eine breite Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Für Leute, die eigentlich keine Fachexpertise zu einem bestimmten Thema haben, die werden in einen Forschungsprozess in einem bestimmten Status eingebunden. Vielleicht kennt ihr, wenn ihr Berliner und Berlinerinnen seid, das Projekt Radmesser vom Tagesspiegel. Das ist auch eine Art Citizen Science Projekt. Die haben zusammen mit Wissenschaftlerinnen, Physikerinnen, Technikerinnen und Designerinnen einen Sensor entwickelt, den man an das Fahrrad klemmen kann. Und dieser Sensor, der misst den Radabstand zwischen den Radfahrenden und Autofahrenden und schaut, ob der Abstand zwischen den Radfahrern und den Autofahrern groß genug ist. Und dieses Projekt haben sie entwickelt und um diese Daten zu sammeln, haben sie Freiwillige gesucht, Freiwillige aus der Zivilgesellschaft. Also sie haben alle Berlinerinnen und Berliner aufgerufen, sich zu bewerben, so einen Sensor an ihr Rad zu klemmen. Und so konnte die Zivilgesellschaft halt in diesen Forschungsprozess, in diesen wissenschaftlichen Prozess integriert werden und sie konnten helfen, die Daten zu sammeln. Und hatten vielleicht am Ende sogar selbst noch Vorteile dadurch, weil Konsequenzen aus den Ergebnissen gezogen wurden, dass zum Beispiel Radwege erweitert wurden oder so. Die zweite Form von digitalem Engagement, die ich noch ein bisschen näher erklären möchte, sind Hashtag-Debatten. Wahrscheinlich hat jeder hier aus dem Raum schon mal einen Post verfasst und einen Hashtag darunter gesetzt. Es kommt natürlich auch immer darauf an, was das für ein Hashtag ist. Aber im Kontext von politischem Aktivismus kann der Gebrauch von Hashtags dabei helfen, eine bestimmte Botschaft zu verbreiten und mediale Aufmerksamkeit zu erreichen.
Und viel Aufmerksamkeit generiert so eine Hashtag-Debatte oder ein Post mit einem Hashtag besonders dann, wenn besonders viele Leute zu diesem Hashtag auch einen Post posten und wenn diese Debatte auch von den Massenmedien aufgenommen wird und medial thematisiert wird, auf die Agenda gesetzt wird. Interessant bei den Hashtag-Debatten ist, dass es eine ziemlich niedrige Beteiligungsschwelle gibt. Also eigentlich kann jeder, der so ein Profil bei Facebook oder bei Twitter hat, kann sich an diesen Debatten beteiligen. Das hat Vorteile, kann aber natürlich auch Nachteile haben, weil einfach jeder seinen Senf dazugeben kann, ohne dass er eine bestimmte Expertise braucht. Und das kann natürlich letztendlich dann auch dazu führen, dass Hashtags vielleicht ironisch verwendet werden oder im entgegengesetzte des ursprünglichen Anliegens oder so. So, zuletzt gehe ich nochmal auf die Online-Petitionen ein. Online-Petitionen heißt, dass online auf einer Plattform Unterschriften zu einem bestimmten Thema gesammelt werden. Das kann wirklich von bis gehen. Also es kann gehen von mehr Schokolade in Schokoladenkeksen. Wer würde da unterzeichnen? Hey, gar nicht so viele. Ja, bis zu politischen Debatten, wie zum Beispiel die Senkung der Mehrwertsteuer für Tampons oder so. Man kann Petitionen auf verschiedenen Plattformen starten. Es gibt eine Plattform, die ist von Seite des Staates, also vom Bundestag, eine E-Petitionsplattform. Da gibt es ziemlich strikte Regeln, was so ein Start von einer Petition angeht. Also da gibt es sehr klare Formalia, die man einhalten muss. Aber das Interessante bei dieser E-Petitionsplattform vom Bundestag ist, dass es ein Forum gibt. Das heißt, ab 50.000 Unterstützenden hat der Petent, also der Initiator von dieser Petition, das Recht, eine öffentliche Anhörung im Ausschuss des Bundestags zu bekommen. Das ist anders als auf privaten Plattformen wie zum Beispiel Change.org oder Open Petition. Da gibt es halt dieses Quorum nicht, diese Konsequenz oder diese Möglichkeit. Dafür gibt es aber auch weniger Vorgaben und weniger strikte Regeln, die man einhalten muss, um so eine Petition starten zu können. Jetzt habe ich euch drei Beispiele von digitalem Engagement erzählt und muss das letzte auch nochmal anpinnen. Und jetzt möchte ich zum Schluss nochmal auf drei Gemeinsamkeiten eingehen, drei Besonderheiten, die digitales Engagement eigentlich so mit sich bringt und die es ausmacht. Das erste ist, dass häufig keine Organisation dahinter steht. Das ist anders als bei dem klassischen Engagement, wie bei mir mit den Pfadfinderinnen oder der Feuerwehr. Häufig steht keine Organisation im Internet dahinter, das kann natürlich schon sein. Häufig sind es eher Leute, die sich zufällig für einen kurzen Zeitpunkt zusammenfinden und ein soziales Kollektiv bilden und eine gemeinsame Ideologie verfolgen und sich dann aber auch wieder trennen. Die zweite Besonderheit ist, dass digitales Engagement besonders spontan sein kann, es kann besonders punktuell sein und es kann besonders grenzüberschreitend sein. Und der letzte Punkt, die letzte Besonderheit, die ich euch noch mit auf den Weg geben möchte, ist, dass digitales Engagement auch ein hohes Maß an Gestaltungsfreiheit hat. Das heißt, man kann sich individuell nach seinen Interessen und seinen Bedürfnissen ein Engagement suchen und diese Interessen und seine Möglichkeiten in der Engagementtätigkeit berücksichtigen. Und ich glaube, ganz besonders bei jungen Menschen ist halt so ein bewusster Lebensstil auch immer wichtiger. Man hat wenig Freizeit und die Freizeit, die man hat, möchte man mit etwas Sinnstiftendem füllen und mit etwas, was einen glücklich macht. Und das geht auch ganz gut mit der Erkenntnis einher, mit der Beobachtung, dass der Hauptgrund, weshalb Leute sich überhaupt engagieren, die Freude an der Tätigkeit ist und der Spaß dabei. Ganz im Sinne von, man engagiert sich glücklich. Das war's.